Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MyInfection 2. Ich gehe gleich mal auf den Server und ich möchte noch ganz herzlich eine Stimme im Hintergrund begrüßen. Und zwar ist der Freeghost dabei. Ich bin die Stimme in eurem Kopf. Stimmt, er ist die Stimme in eurem und in meinem Kopf heute mal. Und wird mir ein bisschen mit Rat, nicht mit Tat, sondern nur mit Rat beiseite stehen. Genau, nämlich über Mooscraft. Genau, ich gehe jetzt mal, oh Gott, ich muss erstmal mein Inventar kurz ausleeren, damit ich da Seiten reinpacken kann. Mein Bauprojekt ist für heute erstmal zur Seite gelegt. Und ich werde jetzt erstmal gucken. Dies kommt alles weg. Weg, 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 weg. Dass ich meine Seiten sortiert bekomme. Denn das waren wir ja schon in einer der letzten Folgen. Oder war das im Stream? Nee, das war in der Folge, oder? Nee, das war im Stream. Das war im Stream. Ich komme da voll durcheinander. Genau, im Stream haben wir da schon mal versucht, das irgendwie zu sortieren, aber es hat nicht so richtig geklappt. Und ein bisschen verzweifelt. Oh ja. Und genau, dieses Mal hast du dir einfach mal deine Singleplayer-Welt geschnappt und wirst mir jetzt quasi die Anleitung dazu sagen. Genau. Genau. Ich stehe auch vor meinem Schreibtisch und kann im Zweifelsfall einen Suchbegriff eingeben und dann schauen, wo wir den dann reinpacken müssen. Okay, perfekt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal das, was ich schon eingeordnet habe, mal angucken. Genau. Genau. Also kannst du nochmal sagen, wo du es einsortiert hast oder mit was zusammen, dann kann ich auch sagen, ob das richtig genau, oder falsch ist. Genau, ich habe jetzt diese ganzen Color-Sachen. Also genau. Night Sky Color, Cyan Color, Maroon Color, Blue Color, Teal Color, also ganz, ganz viele Colors. Ich glaube, die Colors gehören wirklich alle zusammen. Ich guck mal eben. Modifier Blocks, Modifier Colors. Black Color, Blue Color, Cyan Color, Dark Green Color, Green Color, Gray Color, Magenta Color, Maroon Color, Navy Color, Olive Color, Purple Color, Red Color, Silver Color, Sunset Color, Teal Color, White and Yellow Color. Das sind so die Farben, die zusammengehören. Okay, also jetzt zum Beispiel Night Sky Color ist dann nicht dazu, ne? Ich glaube nicht. Okay, dann nehme ich die mal raus. Doch, die gehören auch nochmal in einen anderen Ordner. Und zwar den ich gerade vorgelesen habe. Der gehört zu Modifiers Colors. Okay. Und ist anscheinend, also nach meiner Sortierung, warte mal. Nach meiner Sortierung gehört er zu World Features. Das heißt, es ist Modifier Blocks, Modifier Colors. Ich glaube, das gehört wirklich noch zu. Das gehört zu Colors. Oder zu. Das gehört auf jeden Fall. Das ist ein eigener Ordner und dann gibt es noch einen Ordner mit Visuals. Da ist drin Cloud Color, Fog Color, Foliage Color, Grass Color, Natural Cloud Color, Natural Fog Color, Natural Foliage Color, Natural Grass Color. Color, Natural Sky Color, Natural Water Color, Night Sky Color, Sky Color und Water Color. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass du vor dem hier praktisch eine der anderen Farben setzt, damit du die definieren kannst. Okay. Also praktisch, dass du erst die anderen Farben, die ich dir gerade vorgelesen habe, hast und die als Definition für diese Farben hier setzt. Praktisch. Genau, richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel Sunset Color. War das jetzt... Sunset Color gehört jetzt zu... Zu dem, wie man es definiert oder zu dem, was definiert werden muss? Sunset. Ich hoffe, die Sunset Color gehörte zu Modifier Colors, also zu der ersten Definition. Also zu den allgemeinen Farben, ja. Ne? Ich denke mal, dass das dauerhaft diese wenn die Sonne aufgeht, dauerhaft diese Farbe, glaube ich, ist. Okay. Ansonsten, ich habe jetzt mal als reine Farben, habe ich jetzt Cyan, Blue, Teal, Yellow, Navy, Black, Maroon, Dark Green, White, Sunset und Fog. Nee, Fog kommt zu dem anderen. Fog kommt auch zum, okay. Dann habe ich jetzt bei dem anderen, wofür ich noch einen Ordner machen muss, Night Sky, Natural Foliage, Foliage, Sky, Grass und Fog. Ja. Okay, wobei, dafür brauche ich dann... ist es... Ich muss nochmal Gras gucken. Ja, Grass Color allein. Okay, gut, gehört auch dazu. Okay.
Gut, dann brauche ich dafür dann noch einen extra Ordner, glaube ich. Dann werde ich den, glaube ich, erstmal machen. Moment, wie macht man nochmal Ordner? Die macht man noch irgendwie... Oh, ich habe immer nur die leeren Ordner von denen, die ich gefunden habe, benutzt. Deshalb weiß ich das leider nicht. Moment. Aber ich schreibe mir jetzt erstmal hier die ganzen Sachen auf, wie wahrscheinlich was definiert wird, weil das können wir dann auch schon mal uns merken. Folder. Der ging... Ach so, zwei Leder, ein Spinnennetzchen. Das lässt sich ja ganz leicht mal machen hier. Okay. Kann ich mir schon mal 5 machen? So, ich habe jetzt aufgeschrieben, dass man mit Farben wohl wahrscheinlich den Himmel, den Nebel, das Gras und so weiter definieren kann. Also alles, was ich gerade hier vorgelesen habe, mit Natural Grass Color und so weiter. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, wenn da steht Natural Grass Color, dass man da gar keine Farbe setzen muss, sondern automatisch das ursprüngliche normale Gras verwendet wird. Das kann natürlich auch sein. Oh Mann, das ist so kompliziert. Das ist so richtig schlimm. Okay, also dann habe ich jetzt schon mal 2 Ordner fertig. Also einmal das mit der Farben an sich und dann nochmal das andere, also die, was farbig wird. Genau, dann habe ich noch diesen hier. Setze ich den mal da rein. Das ist jetzt die Biome. Ja, es ist ja einfach immer nur, wenn Biome hinten dran steht, ne? Genau. Das müsste ja dann. Ich gucke nochmal nach, ob das wirklich so ist. Aber ja, ich gehe gerade mit der Maus über jedes drüber und da steht immer was mit Biome hinten. Also, ja, wirklich. Steht überall Biome hinten. Also, dürfte das nicht das Schwere sein. Gibt es jetzt eigentlich auch eine Reihenfolge von diesen Dingern, wie welche ich jetzt zuerst, also Biom zum Beispiel? Genau, du hast, Biom musst du als erstes setzen. Ganz als erstes, okay. Genau. Das definiert praktisch das, was danach kommt, das ist Biom Descriptions. Gehe ich bei mir hier auch mal so um, auch wenn es so eine Singleplayer-Welt ist, aber da kann man dann besser rumprobieren. Und danach kommt Biom Descriptions, mein Englisch lässt grüßen. Gridform Biome Distribution, ja, ist klar. Huge Biome, Large Biome, Native Biome ist da drin, Single Biome, Small Biome, Tiled Biome und Tiny. Und das ist alles, kommt alles in eins rein. Ich habe zum Beispiel was Gridform gemacht, also mit Gridform Biome. Da hast du wirklich, siehst du auf der Karte wirklich wie so ein Gitter, dass immer so die Biome so angeordnet sind. Okay. Das sah eigentlich ganz cool aus. Ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn du viele Biome mit einer Welt abdecken möchtest. Okay. Also ich glaube, davon habe ich zum Beispiel noch gar nichts. Oder ich habe es irgendwie falsch eingeordnet. Ich habe, glaube ich, Huge. Habe ich, glaube ich, Huge Biome. Ja, ich glaube, ich habe noch eine Huge Biome-Seite. Genau, weil das ist jetzt irgendwie wieder anderes hier. Okay, dann gehen wir nochmal Ordner weiter durch. Jetzt habe ich als Ordner noch... dieses Sternezeug, alles was mit Himmel zu tun hat. Also Twinkling Stars, Dark Moon, Normal Moon, Dark Stars. Nochmal Normal Moon. Okay, dann habe ich doppelt, nehme ich einmal raus. Die kannst du, glaube ich, auch übereinander legen. Boundless Sky. Boundless Sky gehört woanders rein. Okay. Boundless Sky gehörte zu... tatsächlich zu Visuals. Was wir gerade hatten, auch mit dem Color, Cloud Color, Fog Color und so. Da kommt Boundless Sky mit rein. Aha, okay. Moment. Was ist jetzt das hier? Genau, also genau, Sky Color, Grass Color und so, ne? Genau. Genau. Okay. Und wir haben jetzt gesagt, genau, es kommt ja dann wahrscheinlich erst zu Sky Color und dann muss man sagen grün zum Beispiel. Nee, erst grün die Farbe und dann Sky, okay. Genau, das ist das Wichtige, dass immer erst die Definition kommen und erst das, dann das, was definiert werden soll. Okay, dann, aber der Rest passt, ne, mit Twinkling Stars, Dark Moon genau, das und so, passt alles. Okay, dann habe ich noch einen Ordner, da habe ich jetzt diese Blöcke, also ich habe jetzt einmal Flowing Spirit Block und Dirt Block. Ja, da kommt wirklich, ich gehe mal eben rüber, aber ich glaube, das kann man auch sagen, dass überall hinten Block stehen muss. Oh, ich merke gerade meine... Wobei, nee, hier sind noch andere Sachen, aber das ist dann zum Beispiel No Seas. Also so, okay. Ich glaub, so Definitionen, dass zum Beispiel etwas nicht dabei sein darf. So Verbote. Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht. Ja, und ich glaube, das war auch
Das Einzige. Der Rest hat alles die Definition Block. Und ich höre gerade, meine Mutter spielt mit dem Hund. Ich hoffe, man hört das Hund, den Hund gleich nicht. Okay. Einen Ordner habe ich noch, den ich jetzt schon geordnet habe. Und zwar ist es jetzt einmal drin Clear Modifiers. Oh, das, da muss ich aber gucken. Dann Nadia Phase oder Phase. Nadia Phase. Und Zenith Native Phase. Ah, das sind die Definitionen, die Modifier Basics, glaube ich, sind das. Okay. Oder? Rising Phase, North Direction, Zenith Phase und Zero Length. Nee. East. Welche Phase war das bei dir, ne? Ich habe jetzt einmal, also Nadia. Und einmal Zenith. Ah, Zenith gehört zu Modifier Basic, Zenith Phase. Okay. Das definiert die Himmelskörper. Mhm. Dazu gehört Double Length, East Direction, Full Length, Half Length, Nadir Phase haben wir hier auch, genau. Okay. North Direction, Rising Phase, Setting Phase, South Direction, West Direction, Zenith Phase und Zero Length. Okay, dann kommen da die Double Length auch. Ja, Double Length auch. Dann muss ich das dann noch mit reintun. South Direction hast du gesagt, ne? West Direction auch. Okay, dann kommt das da noch mit rein. Ich glaube, das definiert die Sterne und so, wo die zu viel, oder beziehungsweise den Mond und die Sonne, wo die stehen sollen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du die dauerhafte Rising Phase hast, hast du, glaube ich, dauerhaft dieses Dämmerlicht von dem, von der aufgehenden Sonne zum Beispiel, wenn du eine helle Sonne und eine normale Sonne hast. Mhm. Kann natürlich auch sein, ich kann dir nicht empfehlen, zum Beispiel Dark Sun zu nehmen, mhm, also zu den Celesticals, weil das bedeutet, dass du dauerhaft so Mondlicht hast und dauerhaft Monster spawnen. Okay. Gehört da jetzt Normal Moon auch mit dazu? Nee, Normal Moon gehört zu Celesticals. Okay. Also zu den Himmelskörpern. Himmelskörpern. Na gut, ich habe jetzt noch übrig. Moment. Ich habe jetzt noch 4 Seiten übrig, die ich jetzt noch nicht zugeordnet habe. Und zwar einmal Scorched Surface. Ah, das ist, glaube ich. Das ist jetzt wirklich was, wo ich suchen muss. Mhm. Surface. Gucken wir mal, ob wir was unter Surface finden. Surface Lakes habe ich hier. Ansonsten. Modifier Basic, Celesticals, Color. Habe ich hier vielleicht Ordner noch nicht eingeordnet? Nee. Scorched Surface. Ich glaube, das bedeutet, dass auf der Oberfläche, da haben wir es. Effects. Okay. Bei Effekten ist das eingeordnet. Das ist. Mal gucken, wo Effekte denn in der. Effekte sind eine der Sachen, die mir im Tutorial nicht erklärt worden sind. Okay. Mhm. Aber dazu gehören Accelerated, Lightning, Meteors. Scorched Surface und Spontaneous Explosions. Okay. Okay. Möchte ich nicht wissen, was das ist, möchte ich zugeben. Ja, lieber nicht. Okay, dann habe ich nämlich Lightning auch. Das heißt, die zwei gehören schon mal zusammen. Ah, ich lese gerade, du könntest gleich eine Folge mit Taiko aufnehmen. Okay. Ich hoffe, ich muss nicht kämpfen. Poke ihn mal an. Ich bin mal so dreist, in deiner Folge das zu machen. Okay, mach das mal. So, jetzt habe ich noch 2 übrig. Gradient einmal. Und Clear Modifiers. Wie viel habe ich denn? Ich habe jetzt hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ordner bisher. Insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 12 Stück. Mhm. Kann man die Ordner eigentlich auch benennen? Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ich hatte gehofft, dass man die mit Ducken und Rechtsklick benennen kann, ähnlich wie Rucksäcke, aber es klappt nicht. Okay, das ist nämlich richtig doof, weil dann halt immer, ja, Collection, Folder, bla bla bla. Okay, also hast du gehört, ich habe jetzt noch Gradient. Gradient. So was gehört ist? Mit D, ne? Ich frage nochmal, bevor genau, man Englisch... Gradient, quasi. Gradient. Gradient, genau, das heißt, gehört zu Modifier Colors, also zu dem, was wir auch schon... Ach so. Tatsache, also, ja. Zu
Also zu dem, was... Nee, also jetzt nicht zu Cyan. Die Farbe, die etwas definieren soll und nicht selber das ist, was definiert wird. Also praktisch da, wo Cyan Color, Blue Color, Black Color, genau, und so weiter, okay, drin ist. Okay, krass. Und was bedeutet das? Oder ich habe keine Ahnung. Okay. Na gut, als letztes ist jetzt dann noch Clear Modifiers übrig geblieben. Das war dann auch nochmal ein extra Ding, glaube ich, oder? Wo bist du? Zeig dich. Versteck dich nicht vor mir. Clear Modifiers. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Okay. Na, habe ich hier irgendeinen Ordner nicht einsortiert? Ich muss davon ausgehen. Lightning, Basic, Biomes, Blocks. Die Fire Blocks? Ah ja, genau. World Features, World Landscape, Visuals. Nee, ich kann dir nicht sagen, wo das drin ist, weil eigentlich habe ich alle Sachen hier eingeordnet. Okay. Na gut, dann lasse ich das erstmal hier liegen. Und probiere jetzt nochmal ganz kurz, bevor die Folge zu Ende geht, ob man den Ordner nicht irgendwie doch benennen kann. Vielleicht in der, ja gut, wenn du dein Level eh nicht brauchst, könntest du es eigentlich mit einem Amboss versuchen, ne? Mhm. Ich bin unterwegs, mal gucken, ob es funktioniert. So, also gut, das würde jetzt theoretisch gehen. Das heißt, Clear Modifiers. Mhm. Okay, nee, habe ich nur unter All Symbols gefunden. Okay, das ist ja richtig komisch. Hm. Vielleicht ist es irgendwie, weil Clear Modifiers, also dass man alle löscht irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Hm. Na gut, jetzt nehme ich einfach mal alle meine Ordner mit. Oder zumindest sagen wir mal die ersten vier. Und dann darfst du mir nochmal die Namen sagen. Okay. Wie ich die dann benennen kann. Moment. Erst wieder zum Amboss rennen. Die mit dem Biom auf jeden Fall ist schon mal Modifiers, Biomes. Moment, also ich habe jetzt dabei... Oh Gott, ich muss das erstmal anders so... Das ist jetzt... Genau, das mit den Biomen. Kannst du mit einer 1 vorne versehen, weil das als allererstes kommt in der Definition. Modifiers... Biomes. Oh Gott, ich habe das wahrscheinlich total falsch geschrieben und es ist mega peinlich, aber... Grüß dich, bei mir wäre es auch nicht anders. Ich muss zugeben, seitdem ich aus der Schule raus bin, ist mein Englisch richtig eingerostet, obwohl ich Animes auf Englisch gucke, Serien auf Englisch gucke. Ja, bei mir auch so. Also es ist echt schlimm. Okay, jetzt habe ich die ganzen Farben, also Blue und Cyan und bla. Das ist... Weißt du auch, welche Nummer das dann ist? Kann ich das gleich zuordnen? Ja. Das. Nee. 8. 8 und wie heißt das? Das heißt Modifiers, Colors. Color. Uah, was schreibe ich denn da? Colors. Okay. Dann. Mache ich noch die anderen zwei. Und da muss ich auch schon leider die Folge wieder aufhören. Jetzt habe ich, genau, dieses Twinkling Stars, Dark Moon, Normal Moon, Dark Stars. Das ist Nummer 4 und ist Celesticals, also C-E-L-E. Warte. 4, also C-E. L-E. L-E. S-T. Mhm. C. Bitte? A-L-S. I-C. I-C. A-L-S. Kerls. Okay. Celesticals. Und dann kann es sein, dass meine Level nicht mehr reichen für den letzten. Schande, schäm dich. Wofür habt ihr Levelbären? Mensch. Und zwar, das ist jetzt genau dieses Sky-Color, Grass-Color, Fog-Color und so weiter. Das kann ich nur mal eben sagen. Wobei, das vergisst du bestimmt eh. Das traue ich dir zu. Oder? Das ist Visuals. Visuals. Okay, ich klaue mir mal kurz die Levelbären. So, lololololo. Genau, klau meinen Feinden die Levelbären, damit die ihre Ausrüstung nicht reparieren können. Wow. Doch eine Verräterin. Ich glaube, ich muss Nestflo mal was stecken. welche Nummer ist es denn? Ah, das ist eine gute Frage. Habe ich leider nicht einsortiert.
Mach das am besten noch nicht. Aber das müsste ja dann schon theoretisch. Theoretisch könnte es 9 sein, wenn vorher die Farben kommen. Richtig, aber ne? Die Farben kann man ja, glaube ich, alternativ sogar einsetzen. Es könnte sogar sein, dass die Colors auch noch alternativ vor dem Himmel sein kommen können. Ach so. Oder vor dem Wetter kommen können, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Farben mehr definieren können als nur eine Sache. Mhm. Ja, egal. Ich nenne es jetzt schon mal Visuals. Und bring schnell die Ordner zurück. Und da muss ich auch schon wieder aufhören. Aber ich meine, so direkt produktiv ist das ja eigentlich nicht wirklich, weil man ja nur Sachen ordnet. Ja, das ist Archivierungsarbeit. Ja, das ist eigentlich langweiliger Krams. Einmal die Brille zurechtrücken, damit das authentisch kommt. Genau, richtig. So, und dann haue ich das hier einfach dabei rein und dann sieht es hier schon viel ordentlicher aus. Ach, schön. Genau, also es ist wirklich langsam. Musst du so eine knickrige Bibliothekarin machen. Ach, ich mache einfach ein Foto von mir, dann ist das originalgetreu. Aha, du bist also eine knickrige alte Bibliothekarin. Genau, okay. Genau, mit so einer richtig dicken Brille und so einer Schürze. Die auch die ganze Zeit sagt, ne? Psst. Ich hab gerade die Bibliothekarin von Don't Starve im Kopf. Kennst du die? Ja. Oder kennst du das Spiel? Doch, ich kenne das. Genau, die habe ich gerade im Kopf. Kommt hin. Ich spiele tatsächlich meine Freundin gerne, weil sie die cool findet und weil sie die passend findet. Ach, schön. Ja, aber doch, mache ich einfach ein, oder vielleicht kann ich auch einfach ein Foto von der irgendwie machen, oder halt ein Bild. Mal gucken. Okay, so, jetzt Musst du noch Brüste rein photoshoppen, dann hast du richtig schön Clickbait, weißt du? Ja, natürlich, das ist ja auch mein Motto, immer Brüste aufs Thumbnail. Mysteriöser Besuch und Brüste, das ist perfekt, genau. Das ist doch Clickbait Nummer 1. Super, finde ich gut, noch ein bisschen Blut und so. Dann noch eine Katze vorne drauf. Eine Katze, genau, so ein Katzenbaby. Ach ja, schön. Das süß guckt. Genau. Nimmst du von Shrek den gestrichelten Kater? Ja, aber es ist ja kein Baby mehr. Es ist ja schon wieder falsch. Ja, ist doch egal, guck trotzdem süß. Okay. Na gut, dann danke ich dir fürs Mitmachen. Kein Problem. Für die geistige Unterstützung quasi. Immer wieder gerne. Und genau, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.